Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu mehr Heavy Rain Move Edition. Okay, das muss ich eigentlich nicht erwähnen, aber egal. Okay, wir sitzen hier mit Sean. Und jetzt will ich mal mit ihm reden. Hungrig. Ich habe echt Hunger, ey. Willst du was essen? Das heißt ja. Schule? Was läuft denn? Wie warst du denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Typisch Lehrer. Tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Spielen. Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Oh. Ist aber wichtig, vor allem in diesem Alter. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Sieht aber nicht so aus. Ach, alles klar, lass uns aufstehen. Wir haben ja gar keine andere Wahl mehr. Was kann man denn hier denn machen? Wippe. Cool. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf so einer Wippe. Hast du Lust? Komm schon. Ja. Yay. Hoffentlich legt er sich nicht auf die Schnauze. Das wär's ja, dann hasst er mich wieder. Es war zu schmerzhaft zu hören, wenn so ein Sohn zu einem sowas sagt. Weil ich persönlich versetze mich jetzt in die, in den Vater so hinein. Und wenn der sowas... Komm, Dad, wenn lass mich fliegen. Sohn sowas sagt. Yay. Hört auf, sich nicht mal aufzusetzen. Yay. Das Lachen ist so ansteckend. Wie lange geht das jetzt weiter? Okay, lass ihn mehr zum Lachen bringen. Was kann man hier noch machen? Drehkarussell! Yay! Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Okay, er kommt, er kommt. Ich glaube, wir haben ihn. Mal sehen, ob er sich festhalten kann. Yay! Los, Dad! So schnell wie du kannst! Alles klar! Ich sag nicht, ich hätte dich davor nicht gewarnt. Schneller! Okay, okay, okay. Schneller! Yay. Na los! Schneller, schneller! Macht es nicht Spaß zuzusehen? Yay! Er kommt nicht mehr mit. Die alten Knochen. Jetzt ist dir ganz schön schwindelig. Ein gutes Astronautentraining. Stimmt allerdings. Muss ja was schaukeln vielleicht. Oder was kann ich hier machen? Beschäftigung, glücklich. Es macht ihm wohl Spaß. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich finde etwas anderes für uns beide. Okay, lass uns schaukeln. Schaukeln macht auch extrem Spaß. Was ich immer versucht habe, ist... Gehen? Ich schub's an. Von der Schaukel zu springen und einen Rückwärtssalto okay. Gleichzeitig zu machen. Habe ich zum Glück nie gemacht, sonst würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sein. Sondern würde ich immer noch im Krankenhaus liegen. Alles klar, lass ihn schaukeln. Wie mache ich das? Achso, okay. Wie, was muss ich denn machen? Nach oben oder was? Okay, okay. Ich glaube, das hat geklappt. Ah, los, okay, jetzt verstehe ich das. Jetzt so verstehe schnell, ich das. Wie du kannst. Alles klar. Sag nicht, ich hätte dich vorher nicht gewarnt, Kind. Sag nicht, ich hätte dich vorher nicht gewarnt. Oh, ihm gefällt das. Wie niedlich. Yeah, es macht so Spaß, Alter.
Warte kurz. Ah. Oh, geschafft. So ein Kinder sind echt anstrengend. Schafft euch keine Kinder an. Das war an. Cool. Gehen. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Jetzt lauf nicht weg wie Jason, Alter, sonst... Sonst verliere ich den auch noch, Alter. Das wäre eine Tragödie für mich. Aber ich glaube nicht, dass sowas passiert. Weißt du, ich habe das wirklich nicht so gemeint. Ich war nur sauer. Ich war nicht sehr nett zu dir. Du hattest recht, sauer zu sein. Ja, das ist schon ein bisschen zu gemein, sowas zu sagen wie, du bist ein scheiß Vater oder so. Aber gut, er macht sich wieder hoffentlich. Was haben wir denn dort? Was verkauft der? Okay, wie können ich da hin? Schade. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Okay. Wo kann man die Karte? Ach, da kann man die kaufen. Wegen jedem Karussell. Soll ich vielleicht auch mal tun, dann fühle ich mich wieder jung. Einmal. $1. Hey, wieso nicht für ihn? Okay. Wo ist er? Viel Spaß. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hab ich mich erschreckt? Alter Schwede. Oh, das kam jetzt so plötzlich. Ein Wunder, dass ich noch lebe. Wo bin ich denn wieder hier gelandet? Lebe ich in einer Parallelwelt? Sean! Sean! Alter! Wo soll ich denn lang? Sean! Ich glaube, das ist nur ein Traum, Leute. Ich glaube, das ist nur ein Traum. Das ist nur ein Traum, denke ich. Keine Panik. Ah, scheiße, das erinnert mich, als wir Jason verloren haben. Sean! Sean! Okay, lass uns nach oben gehen. Sean! Alter Schwede, wo ist Sean? Jetzt mal ohne Witz. Ist das nur ein Traum? Ich muss sagen, das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es nur ein Traum ist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dienstag, 19.55 Uhr. 33,68 Millimeter ist mein Penisstoß. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Wer? Sean oder was? Mach ich auch immer, wenn ich Langeweile habe.
Alles klar. Der hat so keinen Bock auf Warten. Ich hasse es auch. Ohne übertrieben. Was ist das? Oh, what the fuck? Wow, Alter. Was ist denn das? Cool. Sowas will ich auch haben. What the fuck? Nee, oder? Yay! Bestes Spielzeug ever, Alter. Los. So geil. Noch einmal. Der fragt sich, was los ist, Alter. Okay, wir machen uns zum Affen. Okay, lass uns nochmal ein anderes Spiel spielen. Man kann anscheinend ein anderes Spiel auch noch spielen. Ich will nicht mehr mit dem Ball spielen. Ich will nicht mehr mit dem Ball spielen. Geht's jetzt? Wie lange dauert das noch? Ah, jetzt geht's, okay. Endlich. Ich hasse Warten. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Auf einmal. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Finde nicht so können toll. Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ernsthaft? Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon. Und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Nein. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Nochmal, ernsthaft. Oh. Nein. Natürlich nicht. Der hält mich doch für behindert, der Typ. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Hoffentlich können Sie besser Profile erstellen als Knoten binden. Ich mach's lieber selbst. Mann! Ich wollte versuchen. Ich kann das halt nicht. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen Ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Der Typ kommt mir auch ein bisschen unsympathisch vor, aber wenigstens sympathischer als dieser andere Norman-Kack da. Wer muss als nächstes hin? Charlene. Ich muss die Assistentin von Perry bitten, mir mein Büro zu zeigen. Ich muss unbedingt arbeiten. Alles klar, er scheint ja krank zu sein, aber er will trotzdem arbeiten. Obwohl ich in seiner Verfassung da das lieber nicht tun würde. Und ich weiß ja nicht, wo diese Charlene sich befindet. Wo ist denn die Charlene? Okay, da habe ich gesessen. Ich glaube, da ist Charlene. In dieser Tür dort. Entweder das oder... Schöne Uhr. War das eine Anmache? Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell.
Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Ja. Ja, annehmen. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Wieso nicht? Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Kommen Sie. Okay, das ist doch Charlene, oder wie die heißt. Lass ihr hinterhergehen. Sie werden mir ihr Büro zeigen. Scherz. Das? Ernsthaft? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Wow. Ist immer voll der Mist. Aber besser als nichts, vermute ich einfach mal. Okay, Zeit zu arbeiten. Alles klar, Zeit für die Arbeit, wir müssen ja irgendwie Geld verdienen, damit wir unser Leben wieder in Griff bekommen. Ja, das verstehe ich auch unter Arbeit. What the fuck, ernsthaft? Jetzt ohne Witz? Ah, okay. Ja, hätte ich auch so gemacht. Ich habe echt das Billigste, was man bekommen konnte. Was ist das? Ah, okay, so kann ich aufstehen. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte mich hinsetzen. Mist. Setz dich hin. Okay, jetzt können wir, ich glaube... Immer wenn dieses kleine Symbol erscheint, können wir unsere Brille rausholen. Schritt 1. Das Büro wechseln. What the fuck? Okay, jetzt können wir hier auswählen. Lass uns mal das Wassersymbol nehmen. Wie geht es denn? Ah, okay. Endlich. Wow, Alter! Was zum Teufel? Alter Schwede! Wow! Wie krank ist das denn? Alter, wenn ich sowas könnte, dann würde ich das jeden Tag machen. Beim Zimmer müsste ich es nie wieder sauber machen. Extrem krass. Lass uns mal das hier nehmen. Geil. Das Weltall, oder? Nee, in der Wüste, in der Wüste. Ich lag ja mal übel schief. Und Wolken. Alter. Ich weiß nicht, was findet ihr am besten von den vier? Ich glaube, ich wähle... Ich finde Wasser eigentlich am besten, muss ich sagen. Ich lasse es bei Wasser. Gefällt mir gut. Okay, alle entfernen. Okay, Karte. Oh, Alter. Okay, Karte wieder zumachen. Umgebung. Oh ne, okay, das haben wir schon gemacht. Das haben wir schon gemacht. Weg damit. Akten. Krass, Alter. Was zum Teufel? In welcher Zeit spielt dieses Spiel? Origami-Killer Opfer. Victim heißt Opfer, deswegen. Öffnen. 8 Opfer in den letzten 3 Jahren. Nur 8? Das geht ja noch. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser.
Passt ja zu unserem Hintergrund. Flachwitz. Was ist das hier? Öffnen. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Krank, Alter, wie gut man sein muss. Also jetzt als Killer. Okay, alle entfernen. Okay, lass uns mal nach Hinweisen gucken. Wow, Alter. Sieh an, es gibt etwas Neues. Analysieren. AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Man weiß es nicht, man munkelt nur. Was ist das? Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Reifenspuren. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Ist das gut? Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Okay, alle entfernen. Schließen. Chillig so an. Also hätte ich sowas, Alter, das wäre mein Traum. Oh, scheiße. Oh, nicht schon wieder. Ernsthaft. Während der Arbeit. Mein Controller vibriert. Schon wieder. Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ja, denke auch. Okay, lass uns aufstehen. Jetzt bleib ruhig, bitte, ohne Scheiße. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Ja. Oh, Scheiße, Alter. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Kann ich rausgehen, oder? Kann ich hier irgendwo das Gesicht waschen? Gibt's hier irgendwas? Irgendwie... Wo soll ich denn mein Gesicht waschen? Was soll ich denn tun? Alter Schwede, was zum Teufel erwartet? Ah, okay, jetzt. Wir müssen ernsthaft... Sicher, dass er rausgehen will? Ja, lass lieber nehmen. Das ist anscheinend so ein Gegenmittel dafür. Hoffe ich zumindest. Jetzt los. Was? Ich bin doch gar nicht rausgegangen, oder? Ich komme nicht mehr mit. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Wie viel Uhr war es denn? Haben wir gar nicht noch geachtet. Ja, 16.15 Uhr? 16.15 Uhr. Ja, genau. Ich bin sicher, ich habe auf die Uhr im Park geschaut, als ich ankam. Scheiße, da habe ich nicht aufgeschaut. Aber was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Oh, was weiß ich nicht mehr. Grün? In Grün. Scheiße. Und eine Hose. Ja, logisch. In... In Beige.
Ja. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Beim Karussell geblieben. Oh, zu spät. Ich habe eine kleine Runde im Park gedreht. Nur ein paar Minuten. Als ich zurückkam, hatte das Karussell angehalten und Sean war weg. Das war nur ein Traum. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Gesucht, oder? Ich weiß es nicht. Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Mars. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Alter Schwede, noch 4 Tage. Alles klar, Leute, ich werde es hier jetzt beenden. Und ich bedanke mich fürs zu Ende schauen. Wir haben noch 4 Tage Zeit, um Sean zu retten. Denkt ihr, es war der Origami-Killer oder denkt ihr, er ist einfach nur verschwunden? Und ich verstehe auch gar nicht, wie es mit den Träumen aussieht. Ich meine, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die Tür rausgegangen bin. Ich weiß nicht, vielleicht wurde die Szene noch nicht gezeigt. Lasst einen Daumen nach oben da, falls du mich unterstützen willst und dir das Video gefallen hat. Und ganz wichtig, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls du das Video zu Ende geschaut hast, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Und dann sage ich nur noch 3, 1.